Absoluter Löwenhammer auf der Alm. Der TSV reist ohne Kapitän nach Bielefeld. Stefan Aigner steht überraschend nicht im Kader für das Gastspiel am Freitag und das hat keinerlei medizinische Gründe. Zudem hat Löwenidol Aigner sein Amt als Kapitän abgelegt. Er wolle erstmal wieder an seine sportlichen Leistungen anknüpfen. Nun müssen es eben die vier Neuzugänge richten. Unter anderem Dänen-Bomber Christian Güttker. 19 Treffer hat er für Rosenborg Trondheim bereits geschossen. Nun soll er derjenige werden, der den Löwen aus der Misere schießt. Ich erwarte von Christian die Fähigkeiten, die mich bei seiner Analyse überzeugt haben. Er ist ein guter Stürmer, er hat einen guten Torabschluss und eine sehr gute Bewegung. Auch neben dem Platz machen die Löwen wieder Schlagzeilen. Drei Münchner Tageszeitungen wurden in die Schranken gewiesen und mussten ihre Dauerkarten abgeben. Denn die Berichterstattung war nicht im Sinne des Vereins. Und es wurde wohl auch die Transferfrist für einen neuen Torwart verschlafen, berichten verschiedene Medien. Außerdem wurde ein neuer Torwarttrainer angestellt. Ich bin mit den Torhütern hier sehr zufrieden. Und ein neuer Torwart würde nur kommen, wenn ich zu 100% von ihm überzeugt bin. Aber das war einfach nicht der Fall. In meiner Karriere habe ich immer sehr viele Assistenztrainer gehabt und mit ihnen bin ich immer von Verein zu Verein gezogen. Vertrauen spielt da eine große Rolle. Man weiß eben, wie man arbeitet. Das ist der Grund. Am Freitag müssen die Löwen zu den Zebras nach Bielefeld. Mit dem 2:1-Sieg gegen Fürth im Rücken gilt es, Vitor Pereiras Ansprüche auf dem Platz weiter zu erfüllen. Wir werden mit sehr viel Selbstvertrauen ins Spiel gehen. Die Verstärkungen werden uns sicher helfen, obwohl sie wenig Zeit hatten. Es ist ein wichtiges Spiel, wenn man die Tabelle anschaut. Und ein Sieg würde uns weiter nach vorne katapultieren. Für die Arminia geht es um alles. Mit 14 Zählern stehen sie auf einem direkten Abstiegsplatz. Die Löwen derweil auf Platz 13, also vier Ränge drüber. Doch gesichert ist der Traditionsclub aus Giesing noch lange nicht. Es wird ein schwieriges Spiel. Ich erwarte aber, dass wir ein besseres Team sind als letzte Woche. Am Freitag um 18.30 Uhr geht es für die 60er auf der Bielefelder Alm zur Sache. Dann können die Löwen beweisen, dass sie ihren neuen Coach auch auf dem Feld zufriedenstellen können.